Dann herzlich willkommen zum Interview, da ihr euch Zeit genommen habt. Gerne, gerne, dass du hier bist. Habe ich ja ausgemacht, was wir seit dem. Genau, ja. Und da würde ich mal anfangen mit der ersten Frage. Wie sehr freut ihr euch gleich, auf die Bühne zu gehen? Was können unsere Fans von euch erwarten? Ja, natürlich sind wir heiß drauf, jetzt nach 3 Jahren, wo die letzte Tour liegt jetzt 3 Jahre zurück und natürlich freuen wir uns jetzt wie verrückt auf diesen Tag, schon ewig lang darauf hingefiebert. Und jetzt ist es soweit, deswegen kann sich jeder auf einen mega Abriss, sagt man immer so. Aber natürlich werden wir jetzt die nächsten 2 Wochen alles geben. Wir freuen uns einfach so tierisch drauf und das, glaube ich, wird man dann auch sehen und spüren. Aber auf jeden Fall gut spielen. Dankeschön. Und dann zur zweiten Frage kommen wir schon. Was hat euch bewegt, Willkür auf Tour mitzunehmen? Ja, also jetzt eigentlich schon geplant wäre ja die Tour 2021 gewesen. Ehrlich gesagt haben wir dann die Band noch nicht so gekannt, als wir waren. Wir waren mal Newcomer. Mittlerweile kennst du doch einige, auch von unseren Fans. Und wir haben einige Fans in ganz Deutschland. Und wir hatten auch das Vergnügen, schon mit denen zu spielen. Auf unserem eigenen Festival, auf dem Scheiderberger Festival. Und sind coole Typen. Und deswegen freuen wir uns, mit denen die nächsten 2 Wochen zu verbringen. Würde ich sagen, ja, es ist eine mega coole Band, sind cool drauf, spielen saugut und deswegen freuen wir uns jetzt einfach auf die 2 Wochen. Jetzt will ich einen Applaus von da raus, ja. Jetzt gleich noch mehr. Ah, nein. Sind abgehakt. Ja, die Jungs haben es so gelobt. Ja, jetzt kann man klar sein. Nee, alles klar, also, super. Hier sind ja auch eine super Band. Ja, auch cool. Ich habe ja auch das erste Album. Okay, super. Und kleinste, ja? Ja. Auch die neuen 2 ja. Lieder gefallen auch sehr gut. Cool. Cool. Dann kommen wir zur dritten Frage, das ist vielleicht die knifflige Frage. Würdet eine DVD oder Blu-ray zur Tour geben oder habt ihr euch sowas mal vorgestellt? Nee. Das hat, glaube ich, mehrere Gründe. Einmal ist es natürlich so, dass so eine Produktion unglaublich viel Geld kostet. Und das kann man auch nicht jedes Jahr machen. Wir haben das einmal dazu alles voller Welt zum Album da rausgebracht, so eine DVD. Weil es einfach so die ganzen ersten Jahre ein bisschen zusammengefasst hat. Jetzt ist es aber so, dass das auch einmal eine finanzielle Geschichte ist und das nächste ist, dass ganz viele auch gar nicht mehr Blu-ray, DVD und so weiter zu Hause haben und dass ganz andere Medien jetzt irgendwie da in den Vordergrund gerutscht sind und wir werden sicher immer wieder Ausschnitte auf den sozialen Medien irgendwie raushauen, kleine Videos, mehr sowas, einfach um das Ganze ein bisschen zu promoten, aber keine DVD. Ja, klar, ist auch eine Kostenfrage, wie du schon sagst. So, dann die 4. Frage. Ist ein neues Album im Plan? Kannst du auch noch was sagen? Also wir haben auf jeden Fall auch angefangen zu schreiben, haben schon mehrere Songs im Kasten, wissen noch nicht genau, wie wir die rausbringen wollen, ob es ein Album ist, wann das kommen soll. Deswegen kann ich da jetzt nicht mehr dazu sagen. Natürlich schreiben wir, man schreibt immer noch als Künstler so irgendwo, wenn man gerade Inspiration hat. Und ich glaube, auch nach der Tour wird wieder eine intensive Zeit, wo man viel neue Eindrücke gesammelt hat. Und wann es dann soweit ist, dann wird sich auch kommunizieren. Genau, ich glaube, jetzt war mal wichtig, die lang geplante Tour zu spielen, die eigentlich ja so zu den eigentlich letzten Album eigentlich stattfinden sollte. Und die wollen wir auch mal feiern, die wollen auch mal das Album präsentieren. Da haben wir jetzt lang gewartet und ich glaube, das ist jetzt mein Vordergrund und dann schauen wir, wie es weitergeht. Auf jeden Fall viel Spaß weiterhin beim Songwriting und so weiter. Danke. Gerne. Dann kommen wir zur 5. Frage. Wie oft probt ihr vor euren Konzerten? Oh, das ist unterschiedlich. Also wirklich, wir probieren schon, probieren ziemlich intensiv zu proben vor einer Show. Das ist natürlich jetzt. Viele wissen es ja, jetzt der Stefan ist bei der Tour nicht mit. Wir haben jetzt neue Schlagzeuge, wir haben jetzt wirklich intensiv
mit dem probiere ich jetzt in der letzten kurzen Zeit noch zu proben. Und man kann wirklich sagen, wir sind keine probefaule Band, also wir beschäftigen uns da schon intensiv im Proberaum mit den Songs, wie wir das präsentieren wollen. Das muss ich nur kurz sagen, nicht, wir haben nicht einen neuen Schlagzeuger. Nein, Entschuldigung. Ersatzweise einen anderen Schlagzeuger. Sorry. Du jetzt mit dabei. Steve, wenn du das siehst, sorry. Ich wollte es nicht so sagen, also nur als Ersatz, genau. Und auf jeden Fall sind wir keine Proben-Faul-Band, würde ich noch sagen. Und, aber jetzt so fixe Termine gibt es bei uns, glaube ich, jetzt nicht, wo wir uns treffen. Wir versuchen halt die Zeit, die wir haben, und da zusammenzusetzen und auch wirklich die Besiegung zu beschäftigen. Wir wollen es ja auch machen. Man muss ja auch eingespielt sein, dann auch wieder die Texte hier machen. Klar. Und so weiter. Ja. Gut, dann kommen wir schon zur vorletzten Frage. So, wer sind eure musikalischen Vorbilder? Gibt es nicht auch viele für mich. So die größte Band, die es in den letzten Jahren gab und gibt, ist Urban Horizon. Eine Band aus England, die mich inspiriert, aber auch elektronische Musik immer wieder. Popkünstler, auch ganz große Rockbands, die immer wieder. Also man holt sich überall so ein bisschen Inputs, aber auch nicht nur für die Musik, sondern auch fürs Leben und lässt sich dann davon vielleicht auch inspirieren, wie die ihren Weg gegangen sind. Und das ist ganz interessant, das ist bei jedem anders, kann man sicherlich auch sich selber übertragen, aber es ist spannend, einfach andere Geschichten zu lesen und zu hören. Genau. Genau, ja. Lass uns mal so stehen. Ich glaube, jeder hat bei uns ziemlich einen unterschiedlichen Musikgeschmack und unterschiedlichen Vorbilder. Und ich glaube, das hört man dann auch von unseren Songs dann am Ende raus. Genau. Verschiedene Einflüsse. Klar, wahrscheinlich. Genau. So ist es. Weil ich höre ja auch nicht nur normalen Rock, sondern auch so mehr Metal. Linkin Park. Gut so, ja. Klar. Green Day, Nirvana und was auch die anderen. Das hören wir auch alle gut. Ja. Haben wir letztens noch mal Bescheid lassen, genau deswegen. Ja, cool, super. So, dann kommen wir schon zur letzten Frage, und zwar, spielt jeder von euch das Instrument, was er früher gelernt hat? Nein, eigentlich nicht. Wie war das du angefangen? Also ich habe die Trompete angefangen, eigentlich zu lernen, und habe eigentlich später dann Gitarre gelernt, dann Bass, und was eigentlich das dritte Instrument. Bei dir? Früher gelernt, also natürlich bei mir war es schon die Gitarre, wo ich mich am meisten damit beschäftigt habe, wo ich Studium besucht habe. Dann bin ich nach Mailand, aber angefangen habe ich auch, vor allem mit dem Gesang anfangs eigentlich, wie gesungen. Dann habe ich Horn gespielt, bei Horn, das Gebet in den Jahren, bei der Musikkapelle war ich auch dabei. Dann ging es mit der Gitarre los, noch ein bisschen Klavier und jetzt tut man halt, was man muss, was man kann, was man darf, Ja. Und wir sind da eigentlich schon alle in unserem Instrument, haben uns da früher auch damit beschäftigt. Wir haben das alle irgendwo in der Musikschule auch gelernt. Und, ja. Sehr schön. Ich hätte auch gerne ein Instrument gelernt, aber da habe ich keine Zeit. Okay. Aber Schlagzeuger, das ist so meins, was mich fasziniert. Ja, dann ist es nie zu spät anzufangen. Genau. Ja. Du musst halt die Zeit nehmen. Richtig. Und nicht so viel YouTube-Videos produzieren. Alles klar, jetzt ist wieder peinlich, das ist aus. Danke dir, dass du hier warst. Ja. Ich wünsche viel Spaß beim Konzert mit euch allen. Ich hoffe, wir sehen uns auf Tour. Macht's gut. Bis bald. Bis bald. Ciao. Das war's.